Oh Mann, ey. Was ist denn los? Das braucht so irre lange, bis alles hier weg ist. Ich hab Fleisch, da brauche ich auch Kohle für. Ja. Und du sagtest, die Öfen würden reichen. Also so ein paar. Ich habe überall so viel reingemacht, dass der Stack verbrennt immer noch. Na, ich meinte am Anfang, als wir hier angefangen haben zu bauen und so. Was habe ich da gesagt? Nein, wir brauchen nicht so viele Öfen. Brauchen wir auch nicht, wir können doch alles nacheinander machen. Ja. Sagst du heute? So habe ich es immer gemacht, in meinen ganzen Welten. Ja? Ja. Finde ich unnütz. Dann kann man währenddessen nämlich noch was anderes machen. Mhm. Endlich fertig. Wo haben wir eigentlich diese Steine her? Warte mal. Welche? Gemeißelte Steinziegel. Dschungeltempel. So. Wieso? Ja, weil eigentlich kann man sich die bloß cheaten. Wir haben noch nie eine Mine gefunden. Doch, haben wir. Ja, aber sind wir reingegangen? Ja. Nein. Nicht lange. Die war nämlich unter Wasser. Das auch. Mehr kann ich mich dran nicht erinnern. Tja. Warte mal. Ich komm gleich. Ich muss ganz kurz was googeln. So. Ups. Hab ich aufgestoßen. Aufgestoßen? Toll. So, wir wollten jetzt das Dach machen, ne? Was ist ein gutes Handicap? Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf? Ja. Warte mal eben ganz kurz, ich muss mir jetzt mal was trinken. Also, mein Traumberuf ist Steinmetz. Nein, Spaß. Was ist? Achso, du meinst den Beruf Steinmetz. Ja. Was hast du denn? Aber wie gesagt, war bloß Spaß. Soll ich jetzt sagen oder nicht? Ja, sag. Ich warte auch die ganze Zeit drauf. Achso, IT-Systemelektroniker. Okay. Ja. Was macht man da? Bei Kunden, die Probleme mit ihrem Drucker oder mit ihrem mit Windows oder sowas haben, helfen. Ernsthaft? Nicht nur das, aber ja auch bei anderen Firmen und so, nicht nur bei Kunden. So, also du magst Computer? Nein, überhaupt nicht. Computer sind total scheiße, weißt du? Ja, finde ich auch. Ich kenne mich kaum damit aus. Ja. Doch, so unwissend bin ich eigentlich nicht. Achso, du meinst das jetzt ernst? Ja. Ach, willst du sagen, was mein Traumberuf ist? Was? Also ich weiß ja noch nicht, ob... Warte mal. Heute habe ich überlegt, ob Arzt, aber Arzt ist so ein langes Studium. Aber lohnt sich. Ich mag Arzt nicht. Ärzte bekommen knapp 24.000 Euro im Monat. Auch wenn sie das wirklich bekommen würden, weil Piloten... Du musst einen Kredit von knapp 100.000 Euro aufnehmen. Du weißt schon, dass Piloten einer der Meistverdiener sind und die verdienen 10.000 Euro pro Monat. Ja, und? Ärzte 24.000. Haben sie auch letztens bei RTL gezeigt. Ja, auf jeden Fall, wenn sie wirklich so viel verdienen würden... Das sind Nachrichten, meinte ich. RTL Nachrichten. Auch wenn sie wirklich so viel verdienen würden, dann... ich würde es trotzdem den Beruf nicht mögen. Wieso? Ständig kranke Leute anfassen, oder was? Nein, darum geht's mir nicht. Sondern... Denn?
einfach bloß. Weil man so lange lernen muss? Nein, allgemein der Arztberuf. Ich mag Arzt irgendwie nicht. Du magst Ärzte nicht? Doch, ich mag Ärzte. Oder ein Creeper. Ich habe keine Pfeile. Kommst du hoch? Ich weiß nämlich nicht, wie wir das Dingstens machen wollen. Ja, gleich. Das Dach. Da oben ist eine Spinne auf dem Dach. Ja. Wir brauchen dringend Hühner. Oh ja. Darf ich's töten? Sorry. Du weißt ja, wie ich das machen will. Hier drin ja noch so einen kleinen Busch und sowas. Also so einen kleinen Garten. Kleinen Moment, ich hole eben Erde. Oder hast du Erde? Ich habe 3 Stück nur. Ja, okay, dann hole ich mir eben Warte mal, ich kann da auch gleich runter die Ziegelsteine nochmal rausnehmen. Darf ich das machen? Mach doch. Danke. Ja, wenn ich Nein sagen würde, würdest du es sowieso machen. Also macht das gar keinen Unterschied. Ja, auch wieder. War. Warte mal, wieso magst du den Beruf nicht? Warum ich den Beruf Arzt nicht mag? Weil du studieren musst? Nein, weil. Weil du es nicht schaffst zu studieren? Nein. Ach so, weil du das Abitur nicht machen kannst mehr, oder? Doch kannst du, aber du musst die Fremdsprache nochmal machen. Nein. So. Darf ich jetzt endlich ausreden? Nein. Ja, sag. Also eigentlich mag ich den Beruf Arzt nicht, weil irgendwie ist das nichts für mich. Sind Verwandte von dir von einem Arzt gestorben? Was? Manche Leute wollen ja auch keinen, wollen beispielsweise den Beruf nicht ausüben, weil Verwandte von ihm gestorben sind dabei. Bei so einem Arzteingriff oder was? Zum Beispiel. Okay. Gibst du mir mal ein paar Stufen? Ich habe keine Stufen. Also Treppen meine ich. Ja, komm her. Ja, ich komm. Wie immer. Wie, du kommst immer. Sind sie da drinnen, in der Truhe? Nee, ne? Nö. Machst du die bitte rein? Achso. Ich hab gesagt Treppen. Ja, ich habe keine Treppen gemacht. Ja, du solltest aber welche machen. Ja, ich konnte es halt nicht. So, 64 dürften reichen. Ja. Fürs Erste. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Ach so, wissen wir das noch nicht? Nein, ich finde das gut mit diesen Steinen hier. Aber ich meinte, ich will ja auch was dazu machen. Ja, ich wollte dir die Hälfte abgeben. Es sei denn, du hast schon welche. Die letzte Kuhle wird jetzt hier verbraucht. Andreas, hier. Kommst du dann eben mit? Was? Wie findest du den Beruf Bankkaufmann? Auch langweilig. Wieso? Was ist dann am IT-Ingenieur besser? Da fährt man wenigstens rum, sozusagen. Also, da ist man wenigstens auf... Ja, ich will jetzt nicht sagen auf Zack, aber man ja auf Zack. Nee, das ist man überhaupt nicht. Doch, man ist immer unterwegs. Soll ich das jetzt schon mal anfangen oder noch nicht? Nee, warte. Wenn mal hier fehlt noch eine Steinschicht, Andreas. Doch, ich brauche noch ein bisschen Cleanstone. Wo durch? Nein, da kommt eigentlich, müsste jetzt eigentlich das Holz rein gehören. Ach, Holz kommt da auch noch rein? Ne, warte mal. 1, 2. Ne, doch, richtig. Steinschicht. Wollen wir uns irgendwie in so einem Punkt treffen? Ich hab schon 2 Stacks. Soll ich dir einen abgeben? Ja, das wäre nett. Da. Ich bin so verrückt. Gut. Ey, Julian, wenn ich wieder anfange zu singen, rastest du wieder aus? Bin ich ausgerastet das letzte Mal? Mehr oder weniger. Okay. Nö. Ich hasse es. Hä, ich verstehe nicht, was du da machen willst. Wo?
Da ist man irgendwie so auf Zack, sagst du. Ja, man ist immer unterwegs. Nein, irgendwie nicht. Du sitzt genauso wie jetzt am PC, bloß bei anderen Leuten. Eigentlich immer sitzt man. Bei mir sitzt du auch am PC. Das geht. Und nur weil ich dir was zeigen will. Alter, das reicht nicht bei mir. Ich hab noch 16, 14. Ich hab gar nichts mehr. Das reicht noch. Boah, ich bin dick und fertig. Okay. So, wollten wir es nicht so machen, Andreas? Lass mal, ich will ganz kurz mich da einmal hochbauen. 1, 2, 3. Okay. Warte, ich komm zu dir. Boah. Springt über die Dächer, springt über die Dächer, springt über die Dächer. Oh, kack, ich bin runtergefallen. Mist, kannst du mal kurz die zwei Treppen einsammeln? Ja. Er läuft auf dem Boden, er läuft auf dem Boden. Lol, bin ich selber runtergefallen. Auf dem Boden. Er steckt sich in einen Baum, steckt sich in einen Baum. Er schlägt seinen besten Freund. Lol. Alter, wie das bei mir leckt. Wollten wir es so machen? Du hast es dir gar nicht angeguckt, oder? Von unten. Doch, so etwas, dass die Treppen irgendwie dort hingen. Das habe ich nicht so richtig verstanden, welcher ich bin. Wie hast du es nicht verstanden? Das verstehe ich auch nicht. Tja, halt nicht verstanden. Ich bin schon wieder eine Treppe runtergefallen. Bist schon wieder? Eine Treppe. So wollten wir es machen, oder? Warte. Bist du runtergefallen? Nein. Er springt über die Dächer, springt über die Dächer. Ja, können wir doch. Okay. Oh. Ich hol mal ganz kurz die Treppe wieder. Er fällt runter, er fällt runter. Was hältst du von Retro-Spielen? Oh Mann, ich bin runtergefallen. Was hältst du von Retro-Spielen? Retro, zum Beispiel zählt Tetris dazu? Ja. Oh, Entschuldigung. Warte mal. Auf drei, eins. Auf drei, warte. Eins. Wieso springst du? Eins, zwei, drei. Lol, eins, zwei, drei. Auf drei nochmal. Okay, mach du. Warte, wie viel R hast du mit? 23. Dann lass uns doch gleich eine Treppe bauen. Lol, wie hast du die Treppe denn hier angebracht? Was? Die Treppe, wie du die angebracht hast. Ja, deswegen. Nee. Oh, das war falsch. Warte mal ganz kurz. Oh ja. Ja? Jetzt mal irgendwas kurz holen und dann. Ich hasse mein Leben. Quatsch, nicht mein Leben. Ich will mal. Ja, genau, ich hasse mein Leben. Ich hasse meinen PC. Genau deswegen hasse ich meinen PC. Ruckelt so stark, dass ich nicht mehr koordinieren kann. Koordinieren, genau. Hat so voll mal gar nichts damit zu tun, aber scheißegal. Ich glaube mal wieder gerade jetzt nur Scheiße. Genauso wie dann Andreas Bruder Daniel. Okay, wenn ich hier jetzt runterfalle, dann bin ich tot. Er schleicht über die Dächer, er schleicht über die Dächer, er schleicht über die Dächer. Da, 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 da. Nein. Fuck. Mist. Okay, ich bin wieder da.
Okay, du hast ja schon wieder was zu essen geholt. Nein. Wann isst du eigentlich mal nicht? Wenn du schläfst. Nein, wenn ich deine Mutter befriedige. Meine Mutter war noch nie bei dir im Zimmer. Beziehungsweise in deinem Haus. Beziehungsweise ich... Nein, es geht jetzt nicht. Oder kann ich das hier bringen? Du machst das schon wieder falsch. Ja, wie geht das? Du musst an der unteren Seite des Klotzes anbringen. Was? An der unteren Seite des Klotzes. Ich habe keine Stufen mehr, Treppen. Fuck, Bitch. Warte, ich habe ein Crafting-Table hier extra, deswegen. Nö, ich bin jetzt schon wieder unten. Ja, okay. Wie sind wir drauf... Ja, ich weiß, dass wir es öfter sagen, aber wie sind wir eigentlich drauf gekommen, Let's Plays zu machen? Andreas, das ist kein richtiges Gesprächsthema, weil wir es schon oft hatten. Ja, ich frage mich das aber immer wieder. Bitch, please. Was meinst du jetzt damit? Hä, ich bin außerdem runtergegangen, um zu helfen. Ja? Wieso? Ja. Ich habe bloß gefragt, wann isst du mal nicht? Ja, du sagst aber so, als ob ich immer esse. Tust du ja auch. Weil wenn wir telefonieren oder wenn wir... Nein! Fast dann liege ich meistens auf meinem Bett und mache Essgeräusche. Genau. Einmal hat von meiner Schwester der Freund gesagt, dass ich nachts irgendwie vom Essen geträumt habe. Lol. Ich kann mich nicht dran erinnern. Er sagt so, ich hätte gesagt, oh, nehme ich jetzt das Hühnchen oder doch das Sandwich? Wirklich? Ja, aber ich erinnere mich kaum dran. Oh mein Gott. Das ist ja. Und außerdem ist die Frage sehr schwer. Hühnchen oder Sandwich? Ketchup, Mayo, Sandwich. Oh, die neuen South Park Folgen, ne? Die kommen auf Englisch mit deutschem Untertitel raus. Nein. Doch. Jetzt wollen uns Zeichentrickserien bilden, oder was? Andreas, wie viele Treppen hast du? 24. Bring mal Essen hoch, okay? Ich habe auch nur noch ein Steak und ich habe keins mitgebracht. Was? Bist du jetzt schon einmal rum? Was? Achso, gut, weil ich habe noch 60 und wir brauchen eigentlich keine Treppen mehr, sondern nur noch Halfstone Slabs. Julian? Ja? Ich brauch dringend was zu essen, sonst kacke ich hier bestimmt ab. Ja, dann musst du eben schnell runtergehen. Kannst du mir bitte nicht was holen? Ich bin gerade voll im Flow. Hier, ich geb dir mein Steak. Steak? Steak. Ach, Steak. Ich hab Steak verstanden. Oh, danke. Das war jetzt mit Absicht. Ist dir runtergefallen? Ja, das war mit Absicht. So, das reicht jetzt. Fertig, Junge. Soll ich dann eben Halfstone Slabs machen? Ja, und ich habe jetzt umsonst 61 Treppen gemacht. Stimmt. Tja, Thaddäus. Tja, Thaddäus. Hättest du mal was sagen können? Hättest du was sagen können? Andreas, nee, jetzt verstehst du Ironie? Ironie. Warte, fällt mir gerade nicht ein. Ja. So viel zu. Warte, was ist das nochmal? Ironie? Blackout. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was Ironie ist. Meinst du, ist Ironie sowas ähnliches wie Sarkasmus? Ja. So ähnlich. Was ist Sarkasmus? Nein. Krass. Doch daran. Stehst du jetzt vorm Ofen und drückst ständig? Nein. So. Oh, ich wollte. Hast du das gerade genommen? Nein. Hä, wie? Ich auch nicht. Wie ging denn Halfstone? Unten alles drei? Ja. Ja, das war's. Bei mir kommt da nichts raus.
Gib mal deine Treppen her. Oh, ich mach das gerade aus Steinziegeln, haha. Aus Ziegeln. Warte, ich habe 1, 2, 3, 4, 4,5 Stacks. Okay, dann reicht das vollkommen. Sicher? Ja. Das reicht nice. Sogar in Massen. Okay. Aber wir brauchen noch mehr Lehm, weil wir brauchen mehr Steinziegel. Und Kohle. Ja, Kohle brauchen wir auch. Aber und wir Apfelmus. Mal. Apfelmus. Wofür? Zum Wegsnicken zwischendurch? Okay, jetzt einfach hier drauf die Sachen setzen. Auf den normalen Stein, genau. Aber nur einschichtig, oder? Ja. Okay. Shit. So, jetzt habe ich auch... Mist, das hier ist falsch. Ist dir schon mal aufgefallen? Diese fetten Klötze, ne? Nein, allgemein das hier. Wieso ist das falsch? Warte, ich mach das hier. Nein, das ist richtig! Fuck. Weil eigentlich muss da doch so ein Loch rein. Stimmt. Hä, ja, dann ist das doch auch falsch, oder? Ich bin gerade voll durcheinander. Merk mal. Ist der Arm im Crate eigentlich länger? Ja. Ja? Ja. Kämpfst du gerade oder was? Ja. Achso. Darf ich nicht oder was? Nein, darfst du nicht. Oder das. So. Wenn wir das Haus vergrößern, müssen wir auch immer mit den Steinziegeln, oder? Ja. Wäre am logischsten. Alter, hier ist ein Creeper. Okay. Muss ich verrottenes Fleisch essen? Haben wir kein Fleisch mehr, oder was? Ja, ungebratenes. Aber ich glaube, da ist auch noch ein bisschen was von gebratenem. Mal, da mache ich halt Dingstens. Auf jeden Fall haben wir ganz viel ungebratenes. 21. Warte eben. Okay, 6 sind da noch drin. 6 Steaks. Dann mache ich Holzkohle. Nein, das ist Holzverschwendung. Was ist daran Holzverschwendung? Andreas. Na ernsthaft, was ist daran bitte Holzverschwendung? Das ist wirklich Holzverschwendung. Okay, egal, verstehst du es nicht. Schon okay. Kleiner Bubi. Fick dich. Nein. Heute nicht. So, fürs Erste kommt dann nämlich... Hast du noch Treppen für mich? Oh lol. Hast du Treppen für mich? Nein. Nein? Nein. Du hast doch noch so viele gehabt. Nein. Oder hattest du gar keine mehr? Oder habe ich die zurückgefahren? Ja. Was war das denn? Ein Creeper. Wo der war, weiß ich auch nicht. Oh. Alter. Ja, der ist im Wasser explodiert. Achso. Ist ja einigermaßen okay noch. Also einiger... Was los? Was, Gachba? Ich komme um 8 da. Das finde ich voll geil. Julian? Ja? Wollen wir das eigentlich noch mit der Glaskuppel machen? Ich weiß es nicht. Ich hätte irgendwie voll Bock drauf. Ja, es wird dann wahrscheinlich auch umgesetzt. Was? Es wird dann wahrscheinlich auch umgesetzt. Die Glaskuppel? Oder was?
Nein, ein Riesenbaumhaus. Ja, die Glaskuppel. Hä? Die Glaskuppel. Ja, wieso sollte die umgesetzt werden? Ja, in Folge 100, jetzt habe ich es vorweggenommen, bitteschön. Nee, verstehe ich nicht. Und ich bin der Kluge von uns beiden. Was verstehst du denn nicht? Weil wir überhaupt nicht ausgemacht haben, wann wir die bauen und so. Doch, wir haben ausgemacht, dass es das 100 Abos, 100 Folgen-Special wird. Ernsthaft? Genau, das hatten wir. Nein. Doch. Nee. Doch, hatten wir. Sicher. Ist schon länger her. Ja, sicher. Ist so. Ist so, ist so. Nein, ist wirklich, ist jetzt wirklich so. Dann müssen wir dort hinten auch erstmal ein Gebäudeteil bauen, damit so eine Glaskuppel hier hinkommt. Ja, die kommt doch in die... was meinst du? Wenn wir die Glaskuppel bauen wollen... Ja. Ja, dann muss doch dort hinten, also gegenüber des Sees, von diesem kleinen, wo wir ihn... Kann man Pavillon sagen? Was ist damit? Ja, dort hinten müsste doch dann erst ein Gebäudeteil entstehen. Damit die so anschließen. Müsste? Ja, die kann doch auch alleine stehen fürs Erste. Ach so, willst du es machen? Dachte ich. Ja, ich wollte es mit Ganzen machen, aber ist auch okay. Nee, ich finde Ganze ist doch irgendwie so eine Verschwendung, oder? Ja, ja. Du hast nicht zufällig noch ganzes Stone Slabs, ganzes Stone? Nee. Ach, egal. Alter, das reicht nimmer. Da müssen wir wohl noch ein bisschen was sammeln. Ja. Willst du schon mal sammeln gehen? Ah nee, wir brauchen auch Kohle erstmal. Ja. Ja. Vorräte gehen langsam weg. Warte mal. Wieso machen wir das eigentlich nicht mit, wie heißt das? Mit Treppen. Was meinst du denn? Wieso machen wir das eigentlich nicht mit Treppen? Was denn mit Treppen? Lol, wie ich mich hier erstmal verbaut habe. Ich meine diese, das Dach. Haben wir doch mit Treppen gemacht. Ja? Nein, ich meinte andauernd mit Treppen. Meinst du, dass wir jetzt hier Halfstone Slabs machen oder was? Was? Meinst du, dass wir hier Halfstone machen jetzt oder was? Nee, manche bauen ja das Dach nicht aus so Halfstone, sondern aus Treppen. Mach mal hier noch welche hin. Oh. Lol. Das zu dem Thema, mach nochmal hier welche hin. Was? Was zum Thema? Das zum Thema, mach mal hier noch welche hin. So. Sagt er, während er runterfällt. Bist du auch runtergefallen? Nein. Ich hab mich. Ist meine Hand hier. Ich hab mich mit Absicht runtergestürzt. So. Was machst du hier jetzt? Das ist falsch. Dachte ich. Wieso? Dachte ich. Nein, dachte ich nicht. Weil hier doch ist, hier kommt doch schon das Flachdach hin, oder nicht? Ernsthaft? Ja. Ich muss doch bis dort hinten noch durchziehen. Ja, aber das hier wird jetzt die letzte Stufe. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass wir das mit Ding, mit Ganzen machen. Ach so, du willst das so flach schon haben? Ja, so wie. Ich dachte, wir machen das noch eine Stufe höher. Und ja, dann, so wie jetzt das ist. Nein! So wie jetzt und dann eine Stufe höher. Wieso denn noch eine?
Weiß ich nicht, mag ich mehr. Hier an den Ecken könnten wir das. Schön hier runtergefallen. Wie bin ich denn hier hingekommen? Jetzt erstmal ein Brot zur Stärkung essen. Mach da mal so ein Halfstone Slap hin. Wo? Wo die fetten Steine davor waren. Hä? Achso, ja, könnten wir natürlich auch machen, aber. Oder was willst ja, ist okay. Du denn? Ja, okay. Nee, sag mal. Julian! Fick dich, ganz Alter. Sorry. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Das wollte ich wirklich nicht. Nee, kannst aufhören jetzt. Aber du musst deine Sachen einsammeln. Nee, ich mach den Server jetzt aus. Dann sind deine Sachen weg. Weißt du was? Dann cheat ich mir sie halt. Nein. Nur weil du so ein behindertes Kind bist. Wieso, wie viele Level hast du denn? 17. Ich hab 16. Wow, jetzt will ich dich auch töten. Nein. Doch. Ich hab dich aus Versehen geschlagen. Ja, aus Versehen. Außerdem, du standest auf den Stein drauf und ich hab den abgebaut dann. Ja, sagt man dann so. Ich hab's auf Aufnahme, also. Sagt man dann so. Ich weiß, dass du mich sowieso töten wolltest. Ich wollte dich aber nicht töten, wenn du mir nicht glaubst. Okay. Ey, halt jetzt einfach deinen Mund. Okay, was soll ich dazu jetzt sagen? Gar nichts, weil du deinen Mund halten sollst. Okay, das war jetzt lustig. Das war daran lustig, dass ich sterbe. Siehst du, bist ja, Level 5, du bist ein ganz witziger Wixbold. Ist ja nicht so, als wenn das für ewig weg wäre. Aha, sagt gerade derjenige, der immer ausrastet, wenn er stirbt. Ja. Ich hab nicht gesagt, dass ich das nicht tue. Ja, meinst du aber gerade. Nee. Doch. Irgendwie nicht. Okay, sollten wir wahrscheinlich doch lieber besser aufhören, weil sonst wird Andreas noch hier ganz wütend da. Mann, sorry, das war nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Ja, ist doch so. Ja. Mir fällt gerade mal auf, ich wollte mal fragen, wieso standest du da drauf und hast den Block abgebaut? Ich habe überhaupt nichts abgebaut. Nein? Nein, ich habe überhaupt nichts abgebaut. Ach so. Genau das ist es. Du hast mich runtergeschlagen. Ja, weil ich den Klotz abbauen wollte. Ja. Man kann auch sagen, kannst du bitte zur Seite gehen und nicht einfach runterhauen. Ich habe dich nicht runtergehauen, mit Absicht. Ja. Mit Absicht auch nicht. Nein, war nicht mit Absicht. Es war über... Alter, du hast mich geschlagen. Wie kann das nicht mit Absicht gewesen sein? Ich hab den Block abgebaut und dann habe ich dich dabei geschlagen. Du hast mich geschlagen. Ja, ich hab dich geschlagen, weil ich den Block abbauen wollte. Man kann sagen, kannst du bitte runtergehen? Ich will den Block abbauen. Ja, aber da war es schon zu spät. Mhm. Weil ich da tot war. Ja, so ungefähr das Timing war das. Was, du hast meinen Skin nicht mehr. Du hast den Skin nicht mehr. Ich hab ihn. Er sagt. Ja. Achso. Nee, bei mir nicht. Ich hab ihn aber. Okay. Minecraft Server Let's Play Communication Error. Hä? Fuck. Weil du zu oft rauf und runter gegangen bist. Ja, schlagen kann ich. Auch. Okay, wir brauchen... Ja? Was? Wir brauchen ganz viel Lehm noch. Ich habe keinen mehr. Ich habe noch Halfstone Slabs. Ja, mach mal bitte da so eine Wand zwischen dann. Wo? Ja, zwischen den beiden Räumen da. Da hinter dir fehlt auch noch einer. Hier? Ja, weiter. Nein! Weiter, hinter dir!
Dort oder? Ach so. Da fehlt immer noch einer. Ein halber. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, nee, doch nicht. Du hast den bloß von oben angebracht. Deswegen. Wie viele Pfeile hast du? Ein. So. Mann. Jetzt bin ich Level 17 erst. Ja, gib mir mal die Punkte. Wie das denn? Ich wollte jetzt eigentlich meinen Bogen verzaubern. Nee, einen Scheißdreck wirst du tun. Nein, ich verzaubere Hast jetzt meinen du Bogen. Diamantsachen mit? Nein. Doch all mein Schwert. Achso. Es ist so ruhig. Zu ruhig. Ja, toll. Wie soll ich das Dach eigentlich weiterbauen? Hallo? Auf. Ja, scheiße, ne? Was? Alter, hör auf! Bitte. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Wieso denn? Du hast mich vorhin getötet. Das war immer noch nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Nein. Hoppala, war nicht mit Absicht. Ja, okay. Worauf hast du deinen Bogen verzaubert? Schlag 1. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Ach ja. So. Okay, dann muss ich Grünzeug. Dann lass jetzt auch gleich mal aufhören, okay? Finde ich auch sagen. Okay. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja. Bei anderen Sachen aber nicht. Kann gut sein. Ja, leck mich. Gut, dann hier beenden wir jetzt. Ja, wir beenden. Okay, entschuldige nochmal, Andreas. Da Nein. konnte ich wirklich nichts für. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Oh, Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und Andreas, du hast das Schlusswort. Tschüss. Tschüss. Du hast das Schlusswort. Was, tschüss, habe ich doch gesagt.